Hallo zusammen, mich hier ist wieder Attila und ich bin für euch in Dragonflight unterwegs und heute möchte ich heute wieder so einen kleinen Toy Guide präsentieren. Heute geht es um ein schickes Toy, das wir bei der Tuska-Fraktion erspielen können, und zwar Tuska von Iskada. Und dort brauchen wir als allererstes eine Ruhmstufe von 11 aufwärts, also ihr könnt auch mehr haben. Dann bekommt ihr nämlich eine Kampagnen-Quest, das ist nämlich diese Questreihe, die Pflicht des Häuptlings. Und für diese Questreihe müsst ihr dann einmal hier in die Küste des Erwachens. Also sprich, ihr seid auf Stufe 11, kriegt dann hier im Lager die Quest. Ich glaube, da gibt es auch so einen NPC, der euch nochmal hinschickt, der läuft euch danach. Und dann werdet ihr einmal zur Küste des Erwachens geschickt. Hier müsst ihr so ein paar Quests machen, so 5-6 Quests sind es. Und dann seid ihr hier in diesem Lager und da müssen wir dann ein paar Materialien hier besorgen und danach eine Waffe testen an einer Übungsattrappe. Die ist da oben, diese Übungsattrappe. Das Lager ist übrigens auf den Koordinaten 54, 38, aber da werdet ihr bei der Quest sowieso hingeschickt. Sobald ihr das gemacht habt, könnt ihr dann die Quest hier abgeben und dann kriegen wir als Toy die Trainingsattrappe der Tuska. Das ist das Ding, wo wir quasi gerade dann hier oben geübt haben. Das müsste eigentlich aussehen wie die Trainingsattrappen hier und ich würde sagen, das gucken wir uns jetzt mal an. Also das Ding heißt Trainingsattrappe der Tuska. Und dann setzen wir das Ding mal ein. So, setzen wir es mal hin. Und ja, es ist genauso eine Trainingsattrappe. Ist ein Sack mit einem Ziel drauf und das können wir dann verklopfen. Hat nur 40 Millionen Life, also da kann man ein bisschen drauf rumklopfen. Und ja, ist eigentlich ein ganz schickes Toy. Ist wieder eins mehr in der Sammlung und vielleicht kann man irgendwo da noch Procs triggern, wenn man auf irgendeinen Rare oder so draufhaut. Man kann es nämlich überall aufstellen. Wie lange hat das Ganze Abklingzeit? Jetzt gucken wir nochmal rein. Trainingsattrappe der Tuska, das hat eine Stunde Abklingzeit, also doch eine ganze Ecke, aber ist eigentlich relativ schnell erspielt. Gut, damit sind wir schon wieder am Ende von dem kleinen Toy Guide. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich damit weiterhelfen. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.